So, hallo und herzlich willkommen zurück zu SmackDown vs. Raw 2005. Von rein, sorry, dass ich etwas länger mal wieder keinen Part hochgeladen habe von Richtung vs. Raw. Ein bisschen zu tun im Moment. Ist so ein bisschen wenig Zeit, die ich im Moment für das Let's Playen habe und so weiter. Ja, dazu kommt, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Mit der Stimme, eventuell, ich weiß nicht, also ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Also wir werden mal gucken, ob das Ganze so funktioniert. Wie lange werde ich jetzt aufnehmen, mal gucken. Eine Stunde Minimum. Auf jeden Fall werde ich erstmal Season weiterspielen. Und erstmal gucken, wo ich das letzte Mal war. So, continue. So, Champion waren wir nicht, das ist in Ordnung. Fangen wir mal an. So. Auf geht er. Achso, übrigens wird es eventuell. Ich gucke jetzt mal. Oh. Listen, I've been thinking about what happened last week. And I just got to ask you a point blank. Has Vince McMahon gotten to you? What? You think I'd turn on you just because Vince said so? Who do you think I am? I don't know if you're listening to what he just said. But I don't think I heard a single no in any of that. Okay. If you're supposed to be such a good friend, how come he wound up fighting a handicap match last week? I explained it last week. Someone locked me in a room backstage until the match was over. Someone locked you in a room. I've heard of people being locked out of rooms, but who the hell gets locked in a room? Listen. If you're accusing me of being a liar and backstabbing my friend, then we've got a problem that we need to settle in the ring. Alles klar. That's fine by me, but I want him as the special referee. Ah, referee action. You're wrong. I'll see you out there. Alles klar. Aber da werde ich fair sein. Keep an eye on that guy tonight. He's up to something. Ah, die haben sich bestimmt wieder verbunden jetzt zusammen. Ja, was ich sagen wollte, eventuell wird es Let's Play Game von Wrestling Empire 2010! Das ist eine Mod von TWC4 oder so heißt das. Nicht so ein, also so ein Wrestling-Game, was ein Einzelner entwickelt hat. Empfohlen von dem guten X-Core Michi oder so heißt der bei YouTube. Mihail. Oder wie heißt er? Moment! Mihail. Ja, wieso? Gut. Ja, es war ein bisschen komisch und gewöhnungsbedürftig, das Spiel, und nicht die beste Grafik, aber es hat einen einzigen entwickelt. Und es gibt einen Karrieremodus, der anscheinend ganz gut sein soll. Und den werden wir dann eventuell spielen. Na gut, wir werden erstmal hier Shiri sein. Auf geht er. Batista! Ach ja. Lange nicht mehr gespielt. Ja, doch, eigentlich schon. Doch vor kurzem eigentlich schon mit meinem kleinen Bruder. Der guckt bestimmt noch mal zu oder auch nicht. Mal gucken. So. Dass er schnell gehen soll, werden wir ein bisschen mit Stühlen agieren. Und beide schlagen. Hey, Shawnee! Oh. Bam. 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 Und noch einen Stuhl. Stop, or you're gonna get caught, cause we never restruct this on. We're the heaviest you would never wanna. Dark shit, cause we come back to haunt ya. Ah, ey! Mann. So, Kenny. Hier. Na. Hey. K-T. Oh. K-T-G. Oh, ich wollte Double Team Action machen. Oh, krieg den hier hoch. Little BDC so left and drop. Whip and Jump. Boah. Boots. Oh, ich meine, ich will doch HBK treffen. Genau. Weg. War der falsche, aber okay. Boots. Hey. Double Team Action. Dann werde ich HBK umhauen kann. Übrigens, vielleicht haben manche von euch gemerkt, dass ich nicht mehr Artikel schreibe auf meine Homepage.
zu dem Smackdown-Teil. Warum? Hab keinen Bock mehr drauf und ich habe nicht den Anschein, dass wir hier die Artikel lesen. Falls doch, dann schreibt es mir doch bitte jetzt in die Kommentare, falls ihr die Artikel vermissen würdet, weil, ja, zuletzt ist er halt dann sowieso nur noch missgeschrieben, aber das ist nämlich ziemlich wenig. Ist doch ganz schön viel Zeit beansprucht. Oh, ach, getroffen, geil. So, mal wieder. KTG. So, jetzt Pinning Kane. Rock, oh, he's gonna get caught. Boah, was macht er denn? But not the drugs. Und Russian DDT. 1, 2, 3, oh. Hey, was soll? Diskutieren hier noch mit mir oder was? Fick dich. Okay. Boom! Oh, keinen getroffen, schade. Oh, sehe ich da. So ein Mist aber auch. Rope Break! Also, jetzt würde ich aufstehen und nennen. Rope Break! Hey! Frame-Einbruch! Was? Boah. Was soll das denn gerade? Auf 11 FPS? Gibt's nicht. Sollte Betriebssystem wieder neu aufsetzen, aber ich hab's es. In den Sommerferien gemacht. Oder direkt auf Ubuntu umsteigen, aber da fehlen mir so viele Programme und da läuft der Emulator hier nicht ordentlich. Da gibt's keine ordentlichen Plugins dafür und das ist voll scheiße. Und Wine läuft das auch nicht. Nun mach ihn fertig, finish him. Erstmal Pin hinterher, aber Rope Break. Oh man. Mal jetzt einfach, was weiß ich, Scoop Slam oder so und dann ziehen dahin, wo sein soll. Jetzt pin ihn! Oh. Boots! Jetzt pin ihn doch mal. Hier, pin. Oh. Jetzt! Geht doch. On, one! 2, 3, ding, ding, ding. So, jetzt werden wir angegriffen, garantiert von beiden. Boah, tut mein Hals weh. Boah. My God! Yo. Ah, wir sind doch mit HBK your friends. Ja, ja. JR ist cool, ja. Kein Money, ey. So scheiße. So, mal gucken, was auf uns jetzt zukommt. Vince McMahon! No chance. Das hat er uns zu sagen. I've said it before, I'll say it again. There are superstars in this company who don't understand the first rule of working in WWE. You don't cross the boss. Yeah. You see, for any single superstar who has the audacity to defy me, there are many more who know exactly how advantageous it is to have Vince McMahon in their corner. Yeah. And ladies and gentlemen, let me introduce you to one of them now. Ah, Fehde gegen McMahon oder was? You know, ever since I did what I did last week, people have been asking me, why did you do that? How could you do that? That's true, JR. You asked that very question. Well, that's just about the stupidest damn question that I've ever heard. He just called you, JR. Anyone who bothers to take a good look back at my career.
were some of the most successful times in the WWE. Scheint er halt, als hätte er auch Halsschmerzen. Okay. Hell, you might even end up being the next big thing. Mm-hmm. But no matter who you are or what you do, you ain't ever gonna be bigger than me. Mm-hmm. Everyone has a prize. Chet DiBiase has bought one of the greatest WWE superstars of all. Warum steht der Text da oben im Titan? Titantron. Mr. McMahon, JR, he's gonna teach the Raw superstars some respect for authority. Alles klar. Dam da da dam. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich nicht gelesen mit Disqualifikation, ne? Mann. Aber wir werden ja schon mit der Aufgabe bezwingen hier. So, okay da. Ah, es wird wieder ein bisschen laggy sein. Boot! Oh, what the? Aber was macht denn Vince McMahon da? Warum gibt es den eigentlich nicht als spielbaren Charakter im Spiel? Man muss jetzt mit einem CAW erstellen oder sich wahrscheinlich hacken oder so. Boah! Weil ich weiß, es gibt ein Ende. Sagen wir so, ich will ja nicht spoilern. Es gibt, es kann ein Match geben oder im Spiel. Also, warte. Okay, ohne Disqualifikation. Dann holen wir ihm mal was. Es gibt ein Ende, oder es gibt ein Match, wo Vince McMahon noch wirklich kämpft gegen uns. Das weiß ich noch. So. Boah, warum bin ich denn am... Ey, ich hab doch... Hey. Coming up with the best selection. Get inside you like I'm a chest. Alter, was geht mit dir? Guckt euch das mal an. Das ist ja nicht möglich. Machen wir eine Powerbomb und dann wechseln wir sofort. Alter. Raste aus, Kane. Und mit HBK alles machen hier. Zack, zack, zack. Sweet shit music! Oh, I get the cheek. I know I'm sexy. I've got the look. Ja, stimmt ja, ich krieg den nicht hoch. Nein! Ey, das könnten wir tatsächlich verlieren, das ist ja. Grace. Do your face? Might be me, might be my friends. I might mean an alibi in all the pants. Suck this. Was soll denn der Scheiß? Oh! Somersault. Ey, was soll denn das? Woho! Aber leider nichts gebracht. Stirb! Was macht der Vince McMahon da? Geh weg! Speed, but not drugs. AM, stop into the AM. Go on, kiss the ground. Das muss mal wieder rein. Alter, schon Mais. Oh, schon rot am Kopf. Ja, normally. Jetzt mal rein hier. Alter, das Glocken. Kane mit zwei Finisher. Und Kane, er ist orange hier am Kopf oder was? Stop, or you're gonna get. Geh weg!